willkommen bei Wild Thing. Viel passiert in der Metal-Welt und heute, dieses Mal, thematisieren wir Creator. Creator sind gerade sehr präsent medial, einerseits, weil sie eine recht große Tour angekündigt haben für nächstes Jahr, für 2020, zusammen mit Lamb of God. Wenn ich das richtig gesehen habe, war Creator unter Lamb of God, aber ich glaube, die teilen sich den Headliner-Posten so. Ich finde das krass, weil ich Creator immer noch eine Spur größer sehe als Lamb of God, zumindest hierzulande. Aber Lamb of God sind ja auch der letzten Jahre riesig geworden. Ist eine sehr interessante Tour. Ich sehe die beiden so zusammen vielleicht gar nicht so sehr, aber das soll gar nicht das Thema heute sein. Das Thema ist Speezy, der Bassist, der bis vor kurzem aktuelle Bassist von Creator, hat die Band verlassen oder wurde verlassen sozusagen. Und es ist direkt der Neue dabei, Frederick Leclerc. Unter sehr umtriebiger junger Herr, vor allem bei Dragon Force unterwegs gewesen, aber auch bei Cincinnum, das hatten wir hier schon mal thematisiert, wie gesagt, sehr umtriebig, hat schon eine Menge Bands abgeklappert und wurde direkt als neuer Bassist bestätigt. Und irgendwie hat mich das beschäftigt. Also es ist so, dass Speezy war für mich immer auch ein Gesicht von Creator. Es ist nicht nur Mille, vor allem live fand ich, war der immer ein sehr präsenter Typ, immer Bassist an den Kniekehlen, irgendwie sehr punkisch und Kopf nach unten, immer richtig, richtig kräftig dabei. Und für mich ist der so auch ein bisschen Gesicht von Creator geworden und jetzt ist der weg. So, und für mich ist das so ein bisschen, so der nächste Schritt für die neuen Creator. Also, ich hab mich an den letzten Alben gestört, so ein bisschen, muss ich sagen. Also, das letzte, was ich gehört habe, war das Phantom Antichrist. Aber es ist so, dass, ich glaube, danach kam ja noch eins. Kam definitiv noch eins. 2017 ist noch eins rausgekommen, das habe ich schon nicht mehr gehört. Aber ich bin so aufgewachsen mit Violent Revolution Zeit, wo die so den Thrash-Metal melodiös gemacht haben und so neu. Ja, so ein bisschen Neo-Thrash gab es damals unter dem Begriff, würde ich gar nicht so unterschreiben. Aber die haben einen melodiösen Thrash gemacht, aber es war immer noch richtig geiler Thrash. Mein absolut favorisiertes Album ist Endless Pain, also mit Phantom Antichrist, wie gesagt, wurde ich schon gar nicht mehr so warm. Was haben wir hier noch so? Hordes of Chaos war auch gar nicht so mein Ding. Schon, wie gesagt, Violent Revolution war noch ein geiles Album, Enemy of God war noch ein geiles Album. Ich bin sonst ein großer Fan von Fleck of Hell und Endless Pain, vor allem von dem Song Tormentor. Da war das noch richtig brutaler Thrash. Die haben ja in den 90ern auch schon experimentelle Sachen gemacht, dann haben die Sachen so ein bisschen bei Violent Revolution vor allem, wie ich finde, auf die Spitze getrieben, absolut Höhepunkt ihres eigenen Sounds. Mag nur meine Meinung sein, aber so dieses, diese neuen Sachen, Hordes of Chaos, Phantom Antichrist, ich habe den Titel des neuen Albums jetzt völlig vergessen, waren sehr erfolgreich, haben eine riesen Fanschaft, bin ich nicht mit warm geworden. Mir sind die zu verkopft geworden, auch zu melodiös, dadurch auch irgendwie zu experimentell. Mir hat einfach auch der brachiale Thrash da gefehlt und ich finde, dass die da auch schon wieder fast in so eine Schiene gegangen sind, die sehr aktuell auch sehr trendig im Moment sind mit so einem Core-Aspekt. Wie es natürlich auch, würde ich bei Lamb of God letztlich auch zuschreiben, aber auch mit Bands jetzt, die auch auf ihrem Zenit stehen, wie Arch Enemy zum Beispiel. Und dass die auch da in so eine Richtung gehen. Machen wir uns nichts vor, es sind alles riesen erfolgreiche Bands, Lamb of God, Creator und auch Arch Enemy. Aber ich werde mit dem Sound nicht so richtig warm und ich finde, dass, Speezy rausgegangen ist oder rausgekickt worden ist, die genauen Umstände sind leider nicht bekannt, dass das so ein Offenbarungseid für den neuen Sound ist. Und ich finde es auch einerseits auch wieder sehr schade, dass die Fans da im Unklaren gelassen werden. Es ging jetzt relativ flott. Und war dann einfach so flupp, ne? Und direkt neuer und keiner hat zu den Umständen irgendwas gesagt, was ich dann auch immer ein bisschen schade finde. Ich meine, wenn die Leute sich zerstreiten, dann muss man das halt auch. Leute, dann, wenn du Musik machst und auch damit Geld machst und so eine breite Öffentlichkeit ansprichst, wie es dann so eine Band wie Creator macht, ist man den Fans auch irgendwie, weil ihr seid nur da, wo ihr seid, wegen den Fans. Und ich finde, man ist den Fans auch so eine zumindest so eine rudimentäre Erklärung
schuldig. Also sind es persönliche Differenzen, sind musikalische Differenzen, würde mich ja jetzt nicht wundern, weil die ja doch auch so einen melodiöseren und Chor-Aspektering Weg eingeschlagen haben, wie ich finde. Den höre ich da zumindest sehr stark raus. Und ich finde es dann schade, wenn man dann so ganz im Unklaren gelassen wird. Und man muss da jetzt keine Schlammschacht draus machen, da stehe ich gar nicht drauf, wie es jetzt so bei Batushka passiert ist oder so. Oder auch so Agonist, Arch Enemy, da sind wir ja bei den Vertretern, auch genremäßig. Aber ich finde halt, dass das auch wirklich für mich so ein bisschen ja ein Offenbarungseid zum musikalischen Wandel ist. Und dass die da auch zeigen, wohin die eigentlich gehen wollen und wo die sich jetzt eigentlich auch beheimatet fühlen. Ich muss ja sagen, ich bin ja Endless Pain Fan und dadurch halt auch von Rob, der das ist mein Bassist so, aber ich fand halt, dass Beezy halt auch immer ein Gesicht von Creator war. Und ich finde, dass da Creator auch so ein bisschen sein Gesicht verloren hat, möchte ich ja fast sagen. So ein Gesicht zumindest. Und dass ich das echt schade finde. Ich meine, klar, hier der zweite Gitarrist neben Mille, Sami Nili. Ich finde, der macht auch einiges her, immer mit seinen Mundbewegungen zu den Gitarrentonen. Das ist ja so irgendwie machen ein paar Gitarristen, ist bei ihm so ein bisschen auch Markenzeichen. Aber ich finde halt, dass Christian Giesler, as known as Speezy, mir jetzt schon fehlt. Und ich finde, dass die Band da auch irgendwie ein Gesicht verloren haben. Jetzt kommt da dieser neue Lockenkopf und ich sehe den da nicht bei Creator. Daran kann man nichts ändern. Das hat die Band entschieden. Ich finde es halt schade, dass man über die Hintergründe nicht weiß. Und ich finde, es ist halt sehr symbolisch. Es ist ein sehr symbolischer Wechsel. Dass sie dann so ein von Dragon Force kommend einen Basser holen. Ich finde, es zeigt auch viel musikalisch. Ich finde es schade. Wie gesagt, ich werde mit den neuen Sachen nicht warm. Ist auch völlig okay. Haben absolut seine Daseinsberechtigung. Gibt ja eine große Fanschaft. Ich weiß noch, als Phantom Antichrist damals rausgekommen ist, was die Leute da gefeiert haben. Und beim letzten Album war es genauso. Ich meine, ist ja alles inzwischen auch chartstauglich. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist ja, so was wie eine Diskussion hier. Was denkt ihr über den Wechsel? Findet ihr ihn gut, schlecht? Beziehungsweise, ja, was denkt ihr auch über die Hintergründe? Ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass darüber nichts bekannt ist. Und wie seht ihr den Wandel von Creator, dem musikalischen und den Werdegang? Wie bewertet ihr das? Wie findet ihr die neueren Alben? Wie steht ihr zu dem musikalischen Wandel, die Band so gesehen hat? Da gibt es eine Menge zu diskutieren. Lasst es mich wissen und kommentiert fleißig, wie immer. Meinetwegen schreibt mir auch per E-Mail. Das wird eine wunderbare Diskussion. So viel dann zu Creator. Ich habe alles angepackt hier, was ich dabei hatte. So viel zu Creator. Lasst es mich wissen, was ihr dazu denkt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.